musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zu diesem Podcast von dieser Woche. Alles ist hier heute Stand 17.09. 15 Uhr, damit dieser Podcast heute Abend noch kommt. Weil ist ja nicht einiges passiert heute, aber alles der Reihe nach. Wir gehen immer ein paar Meldungen durch. Die Quellen habt ihr auch wie immer unten auf YouTube, unten in der Beschreibung drinstehen. Wir fangen an, Dreierpack von Tegut, der Lebensmittelhändler und Bio-Pionier wird neuer VfB-Clubpartner, Fritze-Clubförderer und Namensgeber des Familienblocks in der Mercedes-Benz-Arena. Twitter-Meldungen vom VfB. Dann machen wir weiter, ne? Rostock, das ist ja eins der Dinge, ne? Review und Preview-Podcast, Rostock-Spiel, Pokalspiel, Pokal-Auswärtssieg und das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und ja, soll man groß über das Spiel erzählen, war jetzt nichts Besonderes. Nichts Spektakuläres, einfach die Pflichtaufgabe gelöst. 1-0, war cool, dass wieder ein paar Fans im Stadion waren. Am Ende da kurz vor Schluss mit der Szene. Von wegen, gut, Handspiel war es ja nicht. Und dann noch die Ecke halt nicht mehr gegeben in der Nachspielzeit. Da hast du wieder gemerkt, dass Fans wieder im Stadion sind. Aber war eigentlich ganz nice, wieder ein paar Fans im Stadion zu haben. Das soll natürlich jetzt auch das Thema sein von diesem Podcast später, wenn wir zu den News kommen in Sachen Fans im Stadion. Ja, mit der Aufstellung konnte ich auch zufrieden sein, weil ja, ganz doof gesagt, mit dem hast du eigentlich mehr oder minder rechnen können, dass das so kommt. Kobel, Anton, Kaminski, Kempf, Endo, Wamakituka, Mangala, Castro, Massimo, Didavi, Kalajdzic. Ja, da ist jetzt keiner von mir irgendwie krass negativ aufgefallen, keiner krass positiv aufgefallen. Sein Mittelfeld gefällt mir einfach gut. Endo, Mangala gefällt mir gut, auch in Castro gar nicht mal so verkehrt. Sieht das mit seiner Kiste. Ja, und sonst eigentlich alle, sag mal, Durchschnitt, also nichts Besonderes. Kobel hat noch ein richtig dickes Ding rausgeholt da, als Endo den einen Schnitzer hatte, sonst hat er auch Rostock nicht groß wie nach vorne. Also er hat in dem Spiel, ne, 1-0 richtig knapp, aber es war für mich im Spiel nie so, als hätte ich irgendwie Angst gehabt, dass Rostock, dadurch, dass Rostock selbst so gut ist, noch zum Ausgleich kommt, da hatte ich nie das Gefühl. Und das ist dann halt auch nicht gekommen, ne. die eine Riesenchance, die sie noch hatten, war halt durch einen dummen Pass von Endo, den man so von ihm auch nicht gewöhnt ist. Ja, sonst, keine Ahnung, Didavi, ja, auch durchschnittlich gespielt. Mir ist er nur sehr, sehr aufgefallen, dass der kann, weiß nicht, was der für eine Passquote hat, aber die kann nicht hoch gewesen sein, weil, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass bei Didavi dieses Ding ist, von wegen, der ist schon weiter. Also der hat den Pass schon im Kopf, hat er den schon gespielt und ist schon weiter und deswegen kommt da gefühlt kein Pass an. Immer der Versuch nach dem Weltklasse-Pass, wo man einfach einen einfachen Pass spielen könnte, auch die ganz kurzen Pässe, keine Ahnung, den fehlt oft irgendwie Power und Präzision, also keine Ahnung, der ist mir so ein bisschen aufgefallen, was das angeht, weil ich da zugegebenermaßen auch, ja, wie soll man es so formulieren, vielleicht auch eine kleine Art und Weise von Didavi-Hater bin, aber ich sehe es einfach nicht, dieses Ding auch letzte Saison, der Spieler der zweiten Bundesliga von den Qualitäten und so, keine Ahnung, das hat mir Didavi zu selten nachgewiesen und mich würde es auch sehr freuen, wenn er irgendwann einen Klimovic zockt, einen Eklow zockt, wer auch immer zockt. Aber keine Ahnung, auf Didavi brauchst du von mir aus nicht mehr zu setzen. So, bin ich mal ganz böse. Dann haben wir hier, hat das Spiel eigentlich quasi abgehakt, weil gab wirklich nicht viel zu sagen zum Spiel. Durchgekommen, Pokal, erste Runde geschafft gegen Rostock. Freuen wir uns nächstes Jahr wieder drauf auf die erste Runde in Rostock. Und ja, dann geht's weiter. Nächste Runde ausgerüstet, ist ja auch erst ewig hin quasi, irgendwann im Oktober, weil die Bayern da ja erst noch spielen. Ihr Nachholspiel.
Dann schauen wir weiter. Ne? Vielleicht haben wir ja irgendwie ausnahmsweise mal wieder das Glück, mal wieder ein Heimpokalspiel zu haben, weil ich glaube, das letzte Heimpokalspiel, da war ich glaube auch sogar im Stadion, oder war ich ziemlich sicher im Stadion, das war glaube ich 2016 in der Abstiegssaison gegen Dortmund, wo wir 3-1 verloren haben im Achtelfinale oder sowas und seitdem kein einziges Pokalheimspiel mehr, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das ist einfach krass. Vielleicht haben wir diese Saison das Glück, aber sonst haben wir immer das Pech, dass wir immer in, keine Ahnung, Runde 2 direkt auswärts nach Leverkusen dürfen oder auswärts nach Gladbach dürfen oder sowas. Gut, letztes Jahr auswärts Hamburg, okay. Aber auch sonst kommt dann meistens der erste Bundesligist, dann auch noch, oder der erste richtig gute Bundesligist und dann auch noch auswärts meistens. Also ja, wir haben kein großes Glück im Pokal, würde ich sagen. Dann 4 Rückkehrer für VfB-Coach Matarazzo vom Kicker. Für das Spiel nach kurzen Pausen Sosa, Klimovic kann wieder mitwirken und Mafropanos hat auch die Einheit am Dienstag mit dem Team absolviert. So ein paar Leute kommen wieder zurück nach den Problemen. Wie gesagt, ich war da auch am Anfang ein bisschen negativ, sondern du warst so, was ist das für ein riesen Verletzungspech, so ein Dreck, aber gut. Es betrifft halt wirklich maximal die ersten 2-4 Spiele oder sowas. Bei jetzt Leuten wie Gonzalez und sowas, jetzt sind auch wieder einige zurück. Also ist das, glaube ich, dann doch nicht so schlimm, wie es am Anfang aussah. Mola ist noch so eine random Ding, auch in einem Artikel vom Kicker, ist auch so ein random Ding halt. Nach dem Motto, jo, wenn es gut läuft, dann sind 3-4 Wochen wieder da. Wenn es langsam verläuft und weiterhin schwierig verläuft, dann ist der bis Januar raus. Also da scheint einfach ein bisschen Unklarheit zu herrschen. Und dann kommen wir schon zum Thema Zuschauer. Ich habe das Ding hier wirklich ein bisschen rausgezogen. Ich habe gestern den Podcast schon aufnehmen können. Habe jetzt heute, nachdem die VfB-Meldungen und sowas kamen, auch nochmal abgewartet, dass ein paar mehr Infos kommen. Es werden auch immer noch ein paar mehr Infos kommen als jetzt. Wie gesagt, Stand 15 Uhr am 17.09. Aber die meisten und wichtigsten sind jetzt mittlerweile da. Denn vom 15.09. die Meldung Zuschauerfrage. Bund und Länder einigen sich auf 6-wöchigen Testbetrieb. Das heißt, wir haben wieder Fans im Stadion. Die Grenze liegt demnach oberhalb einer Zahl von 1000 Zuschauern bei 20% der jeweiligen Stadionkapazität, was beim VfB bedeutet, dass wir so 10.000, 12.000 haben mit diesen 20%. Ja, und jetzt, ne, jetzt mal eine richtig einheitliche Meldung nach den Einzelaktionen quasi von wegen 8.500 Fans in Bremen und in Leipzig, in Frankfurt 6.500 und so weiter. So ein paar Sachen kamen ja schon durch. Jetzt ein offizielles Ding, was beim VfB auch ein bisschen noch gedauert hat, ein bisschen Absprache, da gab es lange nichts vom VfB, weil einfach Absprachen noch wahrscheinlich waren, halt mit, einfach mit Baden-Württemberg und da ist es, wie gesagt, ja heute auch zu einem Ergebnis gekommen und die Bayern auch, habe ich jetzt auch gerade erst aktuell gelesen, dass da tatsächlich gar keine Fans ins Stadion kommen, weil es geht um diese Zahl, ist Inzidenz das richtige Wort? Keine Ahnung, ich lasse lieber mal raus, bevor ich da Scheiße laber. Es geht einfach darum, dass man nicht mehr als 35 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner haben darf. Und das scheint bei den Bayern oder für das Spiel der Bayern am Freitagabend gegen Schalke halt irgendwie übertroffen zu sein. Das heißt, die spielen halt doch nicht mit Heimfans. Man hat glaube auch 7.500 oder sowas geplant in München. Genau. Und hier kam erst noch die Artikel hier, 15. September noch von der Stuttgarter Zeitung, Fanrückkehr beim VfB Stuttgart wohl nicht zum Start. Da hieß es noch, yo, es bleiben bei den 500 Leuten, weil einfach nichts kommuniziert wurde wahrscheinlich auch. Und an für sich könnten insgesamt wohl 12.090 Fans den VfB in der Bundesliga sehen. Mit der aktuellen Regelung, die sind in dieser 6-wöchigen Testphase. Aber wie gesagt, am 15. sah es noch nicht so aus, als würde das funktionieren. Jetzt haben wir ja schon andere Infos. Die lasse ich aber bis zum Schluss über. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zu dem Spiel am Samstag, ne? Freiburg, fußballdaten.de, beste Seite, um zu sehen, wie die letzten Spiele abgelaufen sind. Letzten Heimspiele 2-2, 3-0 gewonnen, 2-2, 2-0, 2-1, 2-1, 4-1, 1-0 verloren, 4-2, 1-0, dann sind wir auch schon bei 2005 gelandet. Zu Hause haben wir echt einen sehr, sehr guten Rekord gegen Freiburg und generell gegen Freiburg. Auch auswärts sind wir eigentlich gar nicht so verkehrt in Freiburg unterwegs immer. Also, ne? Dazu, wenn man sich den Start anguckt und allgemein anguckt, dass Freiburg eigentlich auch da unten dazu zählen könnte, zu diesen, ich sag mal, das sind ja wirklich gefühlt 8-9 Clubs für mich da dabei, die alle die Plätze irgendwie halt da unten dann 11 bis 18 ausmachen, die alle mal irgendwie auf die Abstiegsränge rutschen könnten oder halt nicht. Da ist ja sehr, sehr viel möglich da unten. Dieses Jahr wieder Abstiegskampf wieder sehr, 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 sehr interessant, glaube ich. Könnte sehr interessant werden. Es sind viele Teams da unten dabei, die nicht safe sind.
Und da musst du eigentlich dein erstes Heimspiel gegen Freiburg, also verlieren darfst du es auf gar keine Fälle, das ist schon mal klar, aber du kannst es halt auch mal gewinnen und darfst es auch sehr gerne gewinnen. Dann fängst du mit einem guten Start an, dann fährst du die Woche drauf nach Mainz. Die ersten paar Wochen, ne, habe ich ja schon mal irgendwann im Podcast erzählt, da kannst du oder solltest du direkt ein bisschen Punkte holen. Und da ist Freiburg der Start am Samstag. Und wie gesagt, auch der Kader, die sind, wurden ja krass dezimiert, ne? Koch zu Leeds, Waldschmidt zu Benfica, Schwolo zu Berlin. Stenzel haben wir den auch noch abgeholt, aber ich weiß nicht, ob der bei den, wahrscheinlich war auch bei denen nicht groß in der Planung drin. Auch der Keeper jetzt verletzt auf Flecken, da haben sie jetzt den Florian Müller ausgeliehen von Mainz. Auch noch aktuell, habe ich auch noch, glaube ich, ganz aktuell mit drin gehabt in der Saisonprognose, die gestern online gegangen ist, auch gerne abchecken. Und eure Meinung dazu schreiben. Aber ich glaube, krass weit aus dem Fenster gelehnt habe ich mich mit der Prognose nicht. Irgendein Schnitzer wird safe dabei sein, wie gesagt, sage ich ja tausendmal, wenn ich da im Mai oder Juni oder wann auch immer darauf reagiere, wird irgendein krasser Schnitzer dabei sein und irgendwo denken, yo, was habe ich da für eine Scheiße getippt. Aber vielleicht war die Prognose auch gar nicht so kacke. Aber Freiburg, wie gesagt, der Kader ist nicht krass. Der war es aber auch noch nie bei Freiburg. Es ist ja eher einfach der Club und der Trainer und allgemein und der Standort. Die kriegen es jede Saison wieder hin, trotzdem eine gute Saisonleistung abzuliefern. Deswegen, gefährliches Ding, aber das darfst du zumindest mal nicht verlieren und ein Sieg ist da auch absolut drin. 2-1 gewonnen haben die im Pokal gegen Waldhof Mannheim, also auch nicht großartig mit Ruhm bekleckert. Auch, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, vielleicht war es auch so ein Ding, wo sie noch viel mehr Chancen hatten auf ein 3-1 und ein 4-1, aber klingt erstmal ähnlich, sag mal, souverän, ohne besonders zu sein wie unser Spiel in Rostock. Genau. Wie gesagt, bin ich auch nochmal kurz bei meiner Prognose gelandet, hier mit meiner Saisonprognose gerne abchecken. Da habe ich in Freiburg ja über uns getippt, aber das eine Spiel könntest du doch gerne mal verlieren gegen uns oder beide Saisonspiele gerne. Da habe ich ja Freiburg hier auf den, was ist das, auf den 10. Platz getippt. Und jetzt haben wir hier, da ging ja viel durcheinander, ne? Bundesliga-Start, wie viele Fans zugelassen sind vom Kicker, da stand noch dran bei uns. Der VfB plant zum Auftakt vorbehaltlich der Genehmigung der Stuttgarter Behörden mit 8.000 Zuschauern, beziehungsweise stand noch was anderes drin, lese ich jetzt gerade hier aktualisiert vom Kicker, aber da stand eigentlich noch drin, dass es erstmal noch nicht klar ist, was genau ist. Aber jetzt habe ich schon vorweggenommen, Thomas Hitzberger zur Zuschauerthematik. Wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich und danken für den Vertrauensvorschuss vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Stuttgarter Behörden. Planen wir mit 8.000 Zuschauern für das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wir setzen auf eine schrittweise Wiederöffnung in der Testphase. Für das Leverkusen-Spiel am 3. Oktober peilen wir dann rund 12.000 Zuschauer an. Sobald uns neue Informationen vorliegen, geben wir dies bekannt. Das war heute Morgen um 10:30. Also ja, ne? Vielleicht sieht man mich, oder was heißt sieht man mich, aber vielleicht sehe ich mich dann am Samstag im Stadion wieder. Mal gucken. Wäre dann auch interessant zu sehen, ob ich mit der Kamera da reinkomme. Mal an für sich, wie gesagt, ich sag's auch öfter, die Maße und sowas hat es und so weiter, ne? Darf ja auch eine bestimmte Größe haben, dass es quasi anerkannt wird als, sag mal, Hobbykamera und sowas und nicht als professionelle Kamera, die das Spiel mitfilmt und so Geschichten. Aber wenn jetzt halt da 8.000 Leute drin sind und 8.000 Leute überprüft werden und alles so immer versetzt, damit nicht viele auf einmal reingehen und so weiter. Ja, ne? Ich glaube, dann können die Kamera auch gut abgenommen werden und dann nehme ich was mit dem Handy auf oder so, whatever, weil das ist, glaube ich, schon wirklich was Besonderes. Wie gesagt, wenn ich da an Karten rankomme. Weil dieses Erlebnis wird schon was Besonderes. Vielleicht immer mit dem Ding von wegen, falls ich an Karten rankomme, weiß ich auch nicht, ob ich dann nochmal irgendwann gehe oder nochmal irgendwann an Karten rankomme. Weil ich mir mit dem Ereignis noch nicht ganz sicher bin. Also wie gesagt, ich sehe mich dann jetzt nicht in großer Gefahr, wenn ich da hingehe, dass ich mir da Corona einfange oder sowas. Weil der einzige Weg da wäre halt irgendwie, wenn man mit der Bahn oder sowas hinfährt oder halt auf dem Hinweg, weil dort hockst dann halt mit Abstand da. Kannst ja auch darauf achten, wenn die anderen Leute es nicht tun, dass du wenigstens Abstand bewährst vor den Leuten und sowas. Kann man auch mal anscheinend auch eine Maske tragen muss. Ich glaube nicht, war aber wahrscheinlich auf dem Weg zum Platz und so weiter. Bin ja auch nicht unbedingt, ne? Klingt jetzt nach ganz dummen Argumenten und sowas und stimmt ja auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, der Altersschnitt auch, ist auch relativ runtergegangen. Aber ich bin ja auch nicht jetzt die krasse Zielgruppe quasi. Stehe auch nicht nonstop in Kontakt mit Leuten, die es sind. Also ich glaube, da kann ich relativ, mehr oder minder relativ gefahrenlos reingehen. Auch dieses Argument von wegen, jetzt gerade die Bundesliga öffnen und so weiter, es geht doch gar nicht, Zahlen steigen und so weiter. Ja, das stimmt zwar, aber da kommt
Also es ist nicht das Trump-Argument, aber geht in diese Richtung von wegen, yo, wir testen halt auch so unsagbar viel öfter. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe jetzt gerade keine Quelle, um das zu bezeugen, aber habe ich irgendwo gelesen auch, dass wir gerade 5-mal so viel testen, wie noch vor quasi ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Und wir jetzt halt 3-mal so viele Fälle haben. Das ist ja eigentlich eher, was heißt gut, aber es ist ja eigentlich eher besser. Eigentlich müssten es ja dann 5-mal so viele Fälle sein. Also das liegt auch sehr viel daran, dass wir mehr testen, sehr, sehr viel testen. Und ja, auch gerade aktuell sind ja auch nicht, weiß nicht, wie viele sind das immer. Das ist immer diese Zahl von 2000 Leuten oder sowas in Deutschland. Das ist halt keine Ahnung. Viel ist das ja nicht. Also ich würde es auch nicht überdramatisieren. Und wie gesagt, Hygienekonzepte sind da. Jetzt, wie gesagt, ich will dieses Virus nicht runterspielen, Gottes Willen. Ich will mit so einer Scheiße gar nicht erst anfangen. Deswegen war ich da auch vorsichtig mit diesem quasi Donald-Trump-Argument. Aber ich sehe es für absolut okay und vertretbar, dass man da jetzt mal einen Versuch wagt, wieder ein bisschen Normalität zurückzubringen. Ist auch für viele gesellschaftlich vielleicht ganz schön, den Ausgleich zu haben im Fußball und so weiter. Dass man das mal versucht mit den Einheiten da, ne, nachverfolgbar, gibt es ja auch dann Personalien an und so weiter, personalisierte Tickets, hast zu jedem weiteren Typen, der auch im Stein hockt, mindestens 1,5 Meter Abstand, hast eine Maske auf dem Weg dahin, brauchst jetzt, keine Ahnung, nicht in den krass lautesten Tönen deine Fangesänge rausbrüllen, ne, hast auch, wie gesagt, ich weiß nicht, wie genau sie das verteilen aufs Stadion, aber an und für sich haben sie genügend Platz, das ist noch was anderes. In Rostock waren 7.500 Leute im Stadion, wo, glaube ich, 20.000, 25.000 reinpassen, jetzt sind es 8.000 oder im Leverkusen-Spiel 12.000, die du auf 60.000 verteilen kannst, beziehungsweise die Kanjakobe wurde ja jetzt auch quasi bestuhlt oder ist ja bestuhlt und die wurden jetzt halt da quasi Stehplätze ersetzt mit Sitzplätzen. Ich weiß nicht, wie viel es dann noch sind. Sind es so noch 55.000? Ich weiß es nicht. Aber du hast genug Platz, dass jeder seinen Abstand locker einhält. Also wie gesagt, ich werde mal einen Versuch wagen. Kommen wir dazu mehr Infos gleich noch. Hier noch von fußballtransfers.com. Ich werde das natürlich dann auch versuchen, für euch festzuhalten. Weil wie gesagt, da noch kurz mit meinem Punkt fertig zu machen. Bisschen abgeschwiffen gerade. Weil es ist halt schon ein besonderes Erlebnis. So ist es ja nicht. Weil du hast keine organisierte Stimmung, keine Kanjakurve und so weiter. Weiß auch nicht, wie krass die Stimmung werden wird am Samstag. Wie gesagt, ob da halt überhaupt irgendwelche, ich sag mal, Ultras oder Stimmungsmacher aus der Kanjakurve überhaupt kommen, weil die wollen ja auch alle in diese Richtung, entweder alle oder keiner. Oder nach dem Motto, mir ist es halt zu unsicher oder ich habe Leute in meinem Umfeld und so, ich riskiere das nicht und so weiter. Alles akzeptable Argumente, alles völlig okay. Auch dieses alle lieb, ich habe keinen Bock, da jetzt mit 8000 Schalen zu gehen. Ich gehe erst wieder, wenn alle 60k reinpassen, auch völlig okay. Aber dass ich das dann vielleicht mal ein bisschen festhalte. Außer wie gesagt, ich habe da keine Möglichkeit zu, weil Kamera abgenommen wird oder man einfach auf jeden noch ein bisschen mehr Acht gibt und dann sieht, hey, der filmt das Spiel und mir irgendwann gesagt hat, du lass das mal sein und so weiter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann mir das nicht genau vorstellen. Aber du hast ja an sich ein bisschen mehr Beobachtung auf 8000 Leute als auf 60.000. Aber ich würde, wenn ich an Karten komme, versuchen, da wieder stadionvlogmäßig was draus zu basteln und auch so ein bisschen festzuhalten, wie das Erlebnis ist, wie die Stimmung ist und so weiter und so fort. Das ist drum und dran. Ist bestimmt auch ganz interessant. Hier, fertig. Fußballtransfers.com. 20 Millionen weniger die Überschrift zum VfB. Thomas Hitzlsperger, das Gehaltsbudget haben wir ebenfalls um 10% gekürzt. Unterm Strich sind es bis jetzt ca. 20 Millionen weniger, die wir für die Lizenzmannschaft ausgeben können. Auch eine kleine interessante Info, finde ich. Und jetzt hier vfb.de, der Start der Testphase mit 8000 Zuschauern. Ja, ist auch nochmal quasi genau das hier, aber eben, wie bereits mehrfach kommuniziert, werden Tickets exklusiv an Dauerkarteninhaber und Businesskunden abgegeben. Für offizielle Fanclubs greift eine Kontingentlösung über die Fanbetreuung. Der Verkauf startet am Freitagvormittag ausschließlich über den VfB Online-Shop. Weitere Informationen hierzu werden folgen, die kann ich jetzt, oder ne, könnte ich, aber mache ich jetzt nicht, weiter abwarten. Weil da stellt sich dann natürlich die Frage dann, Freitagmorgen, was heißt es genau für eine Uhrzeit, aber ich kenne es ja von den Vorverkäufen und so für Auswärtsspiele und sowas. Finde ich auch echt ganz geil, da freue ich mich auch echt drauf, dann eigentlich morgen früh wieder kann mit 12 verschiedenen Bildschirmen, jetzt übertrieben gesagt, mit 12 verschiedenen Bildschirmen und 12 verschiedenen Browsern mich da in Warteschlangen reinzuballern, wie bei Auswärtsspielen, wie jetzt Auswärtsspiel Fürth und so weiter. Und dann, wenn man halt eine Karte dann auch noch bekommt oder zwei Karten dann bekommt,
natürlich nochmal viel geiler, das Erlebnis. Oder was heißt Erlebnis, aber ich finde es einfach irgendwie geil, dieses Warteschlangen-Ding und quasi auf die Minute genau und sowas. Das war ja, glaube ich, immer 9 Uhr morgens. Also kann man, glaube ich, auch von 9 Uhr morgens ausgehen. Weil gleich am Ende auch nochmal kurz Twitter refreshen quasi. Vielleicht kam ja nochmal die Information dazu, live, während ich das hier gerade aufnehme. Und dann ist auch die Frage, wie viel Tickets? Weil ich habe ja quasi über mich 2 Dauerkarten und über den Mitgliedsaccount von meinem Vater eine Dauerkarte. Ich war ja mit 2 Kollegen letzte Saison zu dritt nebeneinander Dauerkarte. Ich meine nämlich, dass man nur an eine kommt, an eine Dauerkarte. Wenn man versuchen würde, irgendwie noch einen Kollegen mitzunehmen, klar, muss ja auch sowieso dann irgendwie Abstand halten oder wie auch immer das dann funktioniert, keine Ahnung. Wie auch immer das dann da logistisch geregelt wird. Aber dann stelle ich mir so ein bisschen schwer vor, weil entweder du kannst dann, das wäre natürlich cool, aber auch irgendwie ein bisschen unfair, weil wir haben jetzt schließlich 30.000 Dauerkarteninhaber, glaube ich, knapp oder ziemlich genau, die dann auf 8.000 Tickets gehen. Klar, da gehen nicht alle 30.000 drauf, weil ja auch da viele Leute in Fanclubs sind oder viele Leute da gar keinen Bock drauf haben oder das noch nicht gut heißen, jetzt eine Stadion zu gehen oder halt auch zu den Gruppierungen gehen oder zu den Leuten gehören, die halt sagen, nee, entweder alle oder keiner geht ins Stadion, also da werden jetzt morgen nicht 30.000 Leute in der Warteschlange hocken. Deutlich weniger als das, aber trotzdem kann. Vielleicht ist es ein Ticket, vielleicht komme ich nur an, wenn überhaupt, komme ich nur an eins für mich ran. Oder man kann 2 holen, dann müsste man diese eine Dauerkarte wieder wegen Personalisierung und so weiter, müsste man das dann auf den Kollegen dann diese Dauerkarte überschreiben. Keine Ahnung, da auf die Infos warte ich noch, ob man das dann quasi so macht, nach dem Motto, yo, ich kaufe diese Karte jetzt und dann ist direkt schon wegen Mitgliedsaccount direkt mit meinem Namen verbunden und bestellt. Oder man sagt halt, yo, ich kaufe die und dann gebe ich nochmal meine Personalien an und so weiter. Weil so soll es ja, glaube ich, auch sein, wenn wir jetzt hier mal weitergehen zu der Nachricht von Stuttgarter Nachrichten oder von was war das? Welche war das hier genau? Von der vom Zeitungsverlag Weiblingen ist es, glaube ich, der Artikel. Bin ich gerade ein bisschen lost. Lost in den ganzen offenen Tabs zu den einzelnen Sachen hier. Hier, genau. Und dann werde ich, wie gesagt, mal gucken, ob ich da alleine reinkomme, ob ich zu zweit reinkomme. Und wie es dann vor allem mit der Personalisierung geht, weil ich könnte ja versuchen, über den Account von meinem Vater zu gehen, aber dann will ich ja nicht, dass diese Karte von meinem Vater auch auf meinen Vater geht, sondern auf irgendeinen Kollegen oder sowas zum Beispiel, wie das dann läuft. Die Infos fehlen halt noch jetzt für diesen Podcast. Dabei gilt, wer zuerst bucht, kommt auch zum Zug. Die Tickets zum Einheitspreis von 18,93 € finde ich auch richtig geil. Zeigt auch nochmal, dass es nicht, oder gut, im Fußball geht es um Kohle, aber man hätte die Tickets auch teurer machen können. Wenn ich jetzt eine Dauerkarte runterrechne, keine Ahnung, wie viel habe ich letzte Saison gezahlt? Rechnen wir es mal runter auf ein Spiel. Dann bin ich letzte Saison bei 19,40 €, weil ich glaube, meine Dauerkarte letzte Saison auf dem Platz hat, glaube ich, 330 € gekostet. Und dann runtergerechnet durch 17 auf ein Spiel sind wir bei 19,41 €. Und das war Zahl der Liga. Das ist noch weniger als ein Dauerkartenpreis quasi auf ein individuelles Spiel runtergerechnet. Also der Preis ist schon mal sehr, sehr in Ordnung. Sind personalisiert. Ein Gesundheitsbogen muss ausgefüllt und abgegeben werden. Gästefans sind nicht zugelassen. Es gilt ein Alkoholverbot. Das Catering-Angebot wird eingeschränkt sein. Ja, macht alles Sinn. Hier ist halt die Frage, sind personalisiert. Heißt es, dass ich auf der Website angeben kann, für wen ich dieses Ticket kaufe? Oder heißt es, jo, du bist mit dem Account von dir drin, dann steht dein Name drauf. Weil hier ein Gesundheitsbogen muss ausgefüllt werden, weil dann könntest du ja auch sagen, ich schreibe auf dem Gesundheitsbogen drauf, wer die Karte hat, also ich zum Beispiel oder der Kollege, und es ist noch nicht direkt automatisch personalisiert von wegen, weil wenn ich jetzt mit einem Account an 2 Karten kommen würde, was ich nicht glaube, ich glaube es eher, dass es da nur darum geht, dass man eine Karte kommt, dann würde es ja auch heißen, dass dann 2 Karten über meinen Namen laufen, das klappt ja auch nicht. Also da bin ich mal gespannt, die Infos fehlen mir noch so ein bisschen, oder vielleicht auch einfach die Ahnung fehlt mir da ein bisschen. Der Einlass ins Stadion wird zu bestimmten Zeitfenstern erfolgen, damit die Lage entzerrt wird. Zudem sollen kostenlose Parkplätze angeboten werden. Die Stadtbahn
Setzt die Stadtbahn Veranstaltungslinie U11 ein. Sowohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch in der Mercedes-Benz-Arena herrscht eine Maskenpflicht. Erst auf dem jeweiligen Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Hier, im Stadion verteilt werden die Besucher auf den, dann wissen wir es auch, auf dem Unterrang, auch auf den Sitzplätzen in der Cannstatter Kurve. Wir wollen dieses Vertrauen rechtfertigen, sagte VfB-Finanzvorstand Stefan Heim. Die Entscheidung einer schrittweisen Wiederöffnung, bla 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 bla. Es geht uns um das Erlebnis, nicht darum, jeden Cent auszuquetschen, hat Hitzesberger noch gesagt. Deswegen hier 18,93 Euro. Und hier gegen Bayer Leverkusen wird es eine andere Preisgestaltung geben. Dann bin ich mal gespannt, ob sie damit meinen, dass sie noch tiefer gehen, was ich mir nicht vorstellen kann, oder ob sie wieder hochgehen mit dem Preis. Bin ich mal gespannt, weil eigentlich hieß es ja auch irgendwann mal, dass es sich, was war das, glaube ich, unter 15.000 Zuschauern rechnet sich das gar nicht quasi, dieser Stadionbetrieb. Also bin ich mal gespannt, was da. Aber der Ticketpreis für dieses Spiel ist erstmal für Freiburg ist sehr, sehr in Ordnung mit 18,93 €. Aber das ist natürlich auch, ne? Stadion verteilt werden die Besucher auf dem Unterrang, auch auf den Sitzplätzen in der Cannstatter Kurve. Das heißt, sie werden nicht quer durchs Stadion aufgeteilt. Also, keine Ahnung. Dann können sie natürlich doch wieder zu solchen Szenen kommen, wie jetzt bei Rostock, wo sie auch quasi in ein Stadionteil aufgeteilt wurden. Und dann natürlich mehr Leute sich aneinander gequetscht haben oder sowas und mal drauf geschissen haben auf die Abstandsregeln. Da ist natürlich auch jeder Fan dann selber in der Verantwortung, dass sich dann auch dann, ne, du bist halt auch einfach ein Vorreiter jetzt gerade, wenn du da im Stadion hockst und auch irgendwo dann die Verpflichtung dazu, dich da auch daran zu halten. Wenn du es dann irgendwann merkst, nach einer Woche oder sowas in jedem Stadion, gibt es ein paar, die sich dran halten, aber viele, die sich nicht dran halten und wieder quasi einen Block formen mit gefühlt 2000 Leuten und dann wieder eine kleine Ultragruppierung quasi da rumsteht, so gefühlt. Keine Ahnung. Dann hast du es auch nicht verdient, dass Fans reinkommen. Dann ist dieses Projekt, dieses sechswöchige Projekt auch wieder ganz schnell beerdigt, glaube ich. Natürlich auch an jedem dann, sich da auch dran zu halten. Und hier noch von, das war das, warum ich gerade lost war, weil ich dachte, die Info stünde auch hier drin beim Zeitungsverlag Weiblingen. Aber hier, ne, in der Arena wird der komplette Unterrang inklusive der Cannstatter Kurve geöffnet werden. Habe ich auch gerade vorgelesen. Von Sitz zu Sitz gilt der übliche Mindestabstand von 1,50 Meter. Das heißt, das sind dann, keine Ahnung, 3 Sitze oder sowas. Ist dann die Frage, ob das dann nur von links nach rechts gilt oder auch von quasi hinten nach vorne. Gucken wir mal. Hier noch der kleine Stuttgarter Nachrichten, quasi die Seite, wo immer die VfB-News aktualisiert werden. Von der Pressekonferenz heißt es hier noch, jetzt mal wieder um auf das Spiel zu kommen. Mafropanos, Tommy, Eklow, Avucha, Mola, Förster und Gonzalez fallen aus. Dafür sind Sosa, Klimovic und Stenzel wieder eine Option. Das heißt, Mafropanos ist wieder im Training, aber noch nicht ready. Die Pressekonferenz natürlich auch. Also nehme ich jetzt hier nicht groß mit rein, weil da so krass interessante Sachen oder gut, was heißt interessante Sachen, aber da ist ja meistens eigentlich immer genau das Gleiche, was da gelabert wird. Aber wie gesagt, auch gut, dass die wieder gibt. Hoffentlich ist die auch schon oder bald auf YouTube hochgeladen, wie das Videoversion, damit ich da mal einen Trailer reinpacken kann, der dann morgen kommt. Und dann aktualisieren wir noch kurz die Twitter-Page hier. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwelche Infos vom VfB. Wir gucken mal, VfB Stuttgart, ob es neue Infos gibt. Weitere Infos werden folgen, nochmal auf die Seite hier aktualisiert. Nee, okay, also noch keine weiteren Infos, wie genau das mit dem Ticketverkauf morgen abgeht. Da wird wahrscheinlich heute noch eine Meldung kommen. Nach dem Motto, morgen früh um 9 Uhr, jeder ein Ticket und so weiter und so fort personalisiert. Die Infos fehlen mir halt gerade noch. Dann schaue ich mal kurz den VfB Stuttgart Stadionplan noch an. Das ist mir auch noch interessant, wo genau sie dann die Leute verteilen. Mercedes-Benz Arena Stuttgart. Unterrang. Was auch immer die genau da mit dem Unterrang meinen. Bin ich gerade ein bisschen lost. Aber ganz schnell Kurve füllen sie. Und Unterrang. Gut, Unterrang heißt wahrscheinlich auch einfach nicht mehr, als dass es halt die unteren Ränge sind. Drumherum. Da bin ich gerade wirklich maximal lost, weil ich mir gerade nicht raff, was der Unterrang sein soll. Wahrscheinlich ein bisschen peinlich gerade, aber ich raff's nicht. Das Cannstatter Kurve wird gefüllt. Dann ist die Frage, was der Unterrang ist, aber halt auch drumherum. Das heißt, es wird nur diese Seite hier links gefüllt sein und unter Türkheimer Kurve und so weiter. Vielleicht Teile der Kirchentribüne noch, Hauttribüne nicht, Gästebereich nicht, wird alles wahrscheinlich auch gar nicht genutzt.
Aber gut, wird wahrscheinlich auch einfach, ne, wirtschaftliche Gründe haben, dass sie da nicht alles öffnen müssen, auf jeder Seite irgendwo irgendwen hinstellen müssen, um Getränke und Essen zu verkaufen, auch wenn das ja auch eingeschränkt sein soll. Aber dass da halt dann die 8000 Leute quasi doch irgendwie, ne, du hast ja eigentlich 60.000 Plätze Platz, dass du die halt irgendwie dann alle irgendwie auf eine Seite schiebst, die 8000 Leute. Also Kanzler Kurve wird gefüllt sein in diesen in der jetzt aufgestuhlten Kanzler Kurve wird dann sitzen können und halt Unterrang, also halt kann, wie gesagt, ich bin da gerade ein bisschen lost, aber halt einfach links und rechts daneben noch ein bisschen, damit du auf die 8000 Leute kommst. Ja, sind mal gespannt. Hoffentlich haben sie in der Kanzler Kurve auch aufgeräumt, das hat man irgendwo gesehen. Das hast du ja auch irgendwo gesehen. Diese Tweets, wo da jetzt aufgestuhlt wurde und drunter, keine Ahnung, so gefühlt Reste vom letzten Mal aufstuhlen, was in irgendeiner Euroleague-Saison vor 10 Jahren war oder sowas, da noch rauskam, sah richtig widerlich aus. Das soll dann wahrscheinlich jetzt auch geputzt sein. Und dann würde ich sagen, wissen wir alles. Ich versuche oder schau mal, ob ich morgen früh dann an Tickets komme. Und dann, wie gesagt, gucke ich, ob ich da, wenn ich an Tickets komme, gucke, ob da noch irgendwer anderes mit kann oder ob es nur ich bin und ob ich da in der Arena dann filmen kann oder nicht. Sind wir auch mal gespannt. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr es soweit gehört habt, wenn ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt, gerne sagen, was genau mit Unterrang gemeint ist, weil ich da gerade wirklich ein bisschen lost bin. Aber wahrscheinlich die Erklärung relativ einfach ist, was der Unterrang jetzt genau sein soll. Aber sind wir mal gespannt. Fans wieder im Stadion. Muss mal gucken, ob das Ding so aufgeht oder nicht, ob sie sich alle gescheit benehmen oder nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sind ja auch welche von euch dabei, die hier am Samstag im Stadion sind, mit Dauerkarte und so weiter, die den Weg dahin machen. Und dann auch gerne, wie gesagt, Meinung zum Rostock-Spiel, Meinung zum Tipp, oder was heißt, ich habe noch gar keinen Tipp abgegeben, aber ich tippe mal gegen Freiburg, einfach weil du gewinnen musst und gewinnen solltest und auch gewinnen kannst, auf so einen Standard 2-1 oder sowas oder wieder ein 1-0 oder sowas. Gerne auch da die Tipps und Prognose zum Freiburg-Spiel abgeben. Und ja, wir machen die ersten Schritte. Fans wieder zurück im Stadion, mal gucken, wie sich das entwickelt, wie sich die Fans verhalten, ob sie das Vertrauen zurückbezahlen oder ob sie sich dumm verhalten. Und dann vielen Dank fürs Zuhören auf Spotify, auch zuhören auf YouTube, aber auch zuschauen auf YouTube. Da könnt ihr auch gerne kommentieren. Wie gesagt, News, Quellen etc. Unten in der Videobeschreibung. War wieder ein Ticken längerer Podcast, sag einfach auch viel zu erzählen, ne? Und dann bis zum nächsten Mal.